Und wie schon Sie gesagt haben, ich hoffe, dass der Titel Sie hat neugierig gemacht. Was hat denn eine Plazenta überhaupt mit unserer Gesundheit im Leben zu tun? Und dafür wollen wir mal ganz kurz gucken, wie so eine Plazenta aussieht. Das ist sicherlich kein tolles Bild, das ist kein schönes Bild, aber es zeigt genau das, was die Plazenta nämlich ist. Es ist ein Organ, hier angezeichnet, das eng verbunden ist mit dem Fötus bzw. hier schon dem Kleinkind und in enger Verbindung damit steht. Dieses Organ ist, und das vergisst man immer, ist ein Teil des Fötus, ist ein Teil des Embryos, ist ein kindliches Organ, das nur außerhalb des Körpers ist. Und damit ist also eigentlich die Plazenta, je nachdem, was man für ein Geschlecht hat, entweder der Bruder oder die Schwester. Wenn man hier mal ungefähr ein bisschen ein Kurzprofil einer solchen Plazenta macht, so ist sie ungefähr ein Pfund schwer. Und was ganz spannend ist, sie ist ja auch so total rot angefärbt, sie enthält eine ganze Menge kindlicher Gefäße. Das sind also Gefäße des Kindes, die hier reinstrahlen und hier wieder rausgehen über die Nabelschnur. Und insgesamt sind das 320 Kilometer, um das nur mal so klar zu machen. Und das ist natürlich ganz wichtig und das sagt Ihnen auch schon etwas aus, nämlich darüber wird nämlich der Sauerstoff und die Nährstoffe transportiert von der mütterlichen Seite in das Kind hinein und die Schlagstoffe aus dem Kind wieder hinaus transportiert. Die Plazenta nach der Geburt, das ist ja so kurz nach der Geburt, was machen wir eigentlich damit? Also eigentlich negieren wir sie ziemlich. Die Tiere gehen oft ganz vernünftig damit um. Die fressen die Plazenta, die ist nahrungsreich und das tut nach der Geburt ganz gut. Was machen wir? Wir schmeißen sie weg. Und die Älteren von Ihnen werden sich noch erinnern, früher wurden die verkauft an die Pharmaindustrie und da gab es auch diese berühmte Paste Placentobex, denn die Plazenta hat ganz viele Hormone und das war eine schöne hormonvolle Creme. Gut, wir interessieren uns aber etwas ernsthafter für die Plazenta. Und erstmal, die Plazenta hat zwei Seiten. Hier, die, was wir schon gesehen haben, ist die fötale Seite, die Nabelschnur. Sie sehen auch sehr schön hier all die Gefäße, die davon ausgehen oder auch wieder hineintreten, um hier durch das Kind zu ernähren. Dreht man die Plazenta um, kommt man zur Seite, die mit dem mütterlichen Organismus praktisch eng verknüpft ist. Und Sie sehen, da sehen Sie so eine Felderung, das sind so Septen, mit denen sie sich dann in den mütterlichen Organismus verzahnt. Das heißt, es ist ein Verbindungsorgan zwischen Mutter und Fötus und ein Austauschorgan. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt wollte ich mal kurz die mütterliche Seite darstellen. Die müssen wir nämlich auch in Betracht ziehen. Das ist hier so ein anatomisches Bild von einem Uterus, einer Gebärmutter. Das ist ein Hohlorgan, und zwar ein muskulöses Hohlorgan, das recht klein ist, im kleinen Becken auch liegt, ungefähr pflaumengroß. Hier sehen Sie so zwei Ärmchen und diese Ärmchen, das sind die Eileiter, über die dann über das Ovar, über den Eierstock, die Eizellen hier in den Uterus transportiert werden. Schneidet man jetzt so einen Uterus mal auf, dann sieht man hier das Hohlorgan, dieses sehr muskulöse Hohlorgan, dass das ausgekleidet ist mit einer Schleimhaut und das ist die Gebärmutterschleimhaut. Die ist hier nochmal aufgezeichnet und was wichtig an dieser Gebärmutterschleimhaut ist, dass sie sehr, sehr stark durchblutet ebenfalls ist. Hier die vielen Gefäße und Sie kennen das alles, die wird aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut, das im Zyklus und das ist dann der Menstruationszyklus. Das sind also jetzt einmal die fetale Seite und einmal die maternale Seite. Aber wie kommt es denn, dass diese beiden zusammen so ein reizendes Kind etablieren können, das hier so pummelig und fett liegt? Wo fängt das Ganze an? Es fängt an mit einer Eizelle und diese Eizelle hier, eine nette Aufgabe, durch die Tube hindurch, die lebt und die kann man sehen. Und in der Tube, also im Eileiter, wird sie vom Spermium befruchtet. Und da fängt das Ganze an. Und dann fängt sich sofort an, diese Eizelle zu teilen. Das sind die berühmten Präimplantationsembryonen, könnte man nochmal wieder eine ganze Stunde drüber reden. Und bis zu einem Stadium, das für uns wieder sehr interessant ist, dann beginnen sich nämlich diese Zellen zu separieren, hier in diese kleine Ecke. Und dies ist der zukünftige Embryo. Das, die hier in der Ecke sitzen, das wird der Embryo. Und umhüllt ist dieses von einer Schicht, die man Trophektoderm nennt oder Trophoblast nennt. Und das wird die Plazenta. Und das ist das berühmte Blastozystenstadium. Und wenn man das jetzt mal so zusammenfassend sieht, hier wird also die Eizelle befruchtet, sie teilt sich,
im Laufe des Eileiterwanderung, dann wird es zur Blastozyste und mit der Ehre der Blastozyste kann sie also auch in das Lumen des Uterus eintreten. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Dieser Trophoblast oder dieses Trophektoderm muss jetzt Kontakt mit der mütterlichen Seite aufnehmen und muss in dieses Endometrium, in diese Schleimhaut invadieren. Wie ein Tumor macht er das, richtig invasiv hinein und muss irgendwie an die mütterliche Versorgung rankommen. Wenn man das etwas genauer, aber sehr schematisch sich ansieht, hier in Violett nochmal das Trophektoderm, das spätere Plazenta, das riecht in Anführungszeichen, wo die Gefäße hier im Endometrium sitzen, in der Gebärmutter sitzen, wandert auf die zu, öffnet sie auf und hier in dem Bereich bildet sich dann die Plazenta. Und jetzt erschrecken Sie nicht, so sieht dann eine erwachsene Plazenta aus. Das war der Beginn und das kann man sich eigentlich, was ist jetzt was? Das kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Topf Farbe mit roter Farbe. Und da drin steckt eine Quaste von so einem Malermeister mit so einem Stiel und dann sind da die ganzen Borsten dran. So, was ist jetzt was? Der Topf, der Unterboden ist hier die mütterliche Seite mit der Muskulatur und der Schleimhaut. Die ist hier noch erhalten. Die Bürste, das ist der fötale Anteil, das, was Sie hier sehen. Das ist der Stiel, das ist die Nabelschnur. Und hier, das ist die sogenannte Choriumplatte, die auf dem Topf richtig drauf sitzt. Und von diesem Topf aus werden hier, sehen Sie so Bäumchen, also das heißt so Zottenbäume, so nennt man sie dann auch, ausgebildet, in die die fetalen, also die kindlichen Gefäße hin einstrahlen und sich unendlich verzweigen. Deswegen auch diese gesamte Strecke, die da zusammenkommt. Also es ist wie ein Baum, der sich unheimlich verteilt. Und wo sitzt das drin? Was ist die rote Farbe? Die rote Farbe ist das mütterliche Blut. Denn der Trophoblast hat es geschafft, das alles ist noch immer mit Trophoblast umhüllt, der Trophoblast hat es geschafft, hier die Gefäße zu öffnen und die ergießen sich, das offene Blut ergießt sich jetzt in diesen Rumpen und spült hier diese kindlichen Zotten. Und hier passiert jetzt der Austausch. Und wenn man, das ist jetzt ganz wichtig, was jetzt da passiert. Denn hier, da haben wir nochmal im Schema unsere Plazenta, hier die kindlichen Gefäße, die in diesen Zottenbaum hinein einstrahlen, hier das mütterliche Blut, das die ganzen Zotten umspült. Und wenn Sie das jetzt hier querschneiden, dann haben Sie sowas. Das heißt, hier außen ist das mütterliche Blut und innen ist das Innenleben der Zotte. Und das enthält die kindlichen Gefäße, ist aber immer noch umhüllt von den sogenannten Trophoblastzellen. Und alles, was die Mutter dem Kind bietet an Ernährungsstoffen, muss hier rüber, muss in die kindlichen Gefäße rein. Und das nennt man die plazentare Barriere. Es ist wichtig, dass es sie gibt, aber es ist auf der anderen Seite kompliziert, dass man Transportmechanismen haben muss. Und das ist hier nochmal sehr schön in einem ganz einfachen Schema dargestellt. Hier ist das Blut der Mutter, das zirkuliert hier rum, frei herum und trifft an dieser Stelle hier auf das Blut des Kindes. Ist aber separiert, ist getrennt, muss auch so sein, durch diese Schichten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, gibt es hier Transportmechanismen. Denn es muss Zucker rüber transportiert werden. Es müssen Aminosäuren für die Proteine rüber transportiert werden. Es müssen Lipide rüber transportiert werden. Und es müssen also auch Schlackenstoffen wieder entsorgt werden. Das muss alles die Plazenta hier in diesem Treffpunkt leisten. So, jetzt gehen wir zurück in die Schwangerschaft. Das heißt, wenn so eine Mutter dann Hunger hat und überlegt, soll sie das oder ja doch nicht das zu sich nehmen, dann muss sie immer daran denken, an das, was wir eben gesehen haben, denn das, was sie jetzt ins Blut abgibt, an Nährstoffen und an den, das kriegt das Kind in irgendeiner Form mit, zwar geregelt über Transporte, aber das Kind kriegt das mit und wird hierdurch ernährt. Das heißt, hier diese Transporter, die hier alle sitzen, um das rüber zu transportieren, die vermitteln das. Und das ist erstmal schon mal wichtig. Die sind gar nicht so unklug, um das mal einfach sagen. Die können nämlich sich adaptieren. Das heißt also, es kann mal weniger oder mal mehr rübergeschiftet werden. Und wenn die Mutter mal ganz viel gegessen hat, dann verzichtet auch mal so ein Transporter darauf, das rüber zu schiften. Und das ist alles, um eben diesen kleinen Fötus, hier sieht man nochmal sehr schön dieses Zottenbäumchen von der Plazenta. Und hier
richtig und adäquat in der richtigen Größe zu ernähren. Er darf nicht zu groß und er darf nicht zu klein werden. Denn wir wollen hinterher lebendige und nette Kinder haben, die sich gut entwickeln und nicht das, was wir heutzutage immer mehr sehen, Kinder, die eben übergewichtig sind und leider damit auch verbunden, das ganze Syndrom, dass sie Diabetes und Bluthochdruck entwickeln. Und wie können wir das irgendwie in den Griff bekommen? Was passiert da, dass wir heutzutage immer mehr solche Kinder bekommen? Und da gibt es eine Hypothese, eine Arbeitshypothese, mit der wir alle arbeiten. Das ist die sogenannte Barker-Hypothese. Barker ist ein Mensch, David Barker, und der hat eine Hypothese schon relativ früh aufgestellt, da kommen wir gleich noch zu. Und das heißt, das ist Fetal Origin Theory of Adult Diseases oder einfach, es ist die fötale Programmierung von Krankheiten. Das heißt, schon im Fötus, durch den Ernährungsstatus, kann der Fötus programmiert werden. Und wenn man ihn hier sieht, in der Mitte, was sind die hauptsächlichen Krankheiten, die mit einer solchen Ernährung oder Fehlernährung verbunden sind? Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen, vor allem des Gefäßsystems, Bluthochdruck. Das ist das Übergewicht. Sehr kombiniert, aber auch manchmal einzeln auftreten mit einer Insulinresistenz und dem Diabetes Typ 2. Und was in letzter Zeit immer wieder an Studien herauskommt, ist, dass ganz klar auch die Entwicklung des Gehirns, die sehr viel Sauerstoff und sehr viel Glucose braucht, eben auch in dem Kind eben entwickelt werden und dass das eben zu Problemen in Krankheitsbildern des Gehirns resultiert. Woher wissen wir eigentlich, dass Ernährung irgendwie eine Rolle spielen kann während der Schwangerschaft, dass das nachher im Leben des Kindes eine Rolle spielt? Das sind leider, jetzt würde ich mal sagen, sehr wehtuende Studien. Es sind alle Studien, die in Kriegszeiten oder Vorkriegszeiten gemacht worden sind. Die wichtigste Arbeit, und das ist von David Barker hier, ist, die in Lancet 96 erschienen ist, dass er eben zum ersten Mal hier darüber geschrieben hat, über Kinder, die in Wales geboren wurden. Er hat in Wales gearbeitet und hat festgestellt, dass seine Patienten, vor allen Dingen die Patienten, hier kommt wieder ein bisschen noch die Geschlechtsunterschiede rein, verstorben sind an koronaren Herzerkrankungen, zuhauf. Und dann ist er nachgegangen und hat festgestellt, dass diese Leute geboren waren in Wales in diesem Zeitraum, wo es eine Hungerperiode gab, wo also der Bergbau da war und wo die Mütter unterernährt waren. Und er hat also dann mit dieser Arbeit festgestellt, und daher kommt auch seine Hypothese, dass er sogar eine zweifache Erhöhung, das ist viel, eine zweifache Erhöhung für koronare Herzerkrankungen gefunden, chronische Bronchitis. Und es gibt eine eigentlich noch viel grausamere Studie, die auch früher schon im Gespräch war. Und das war die holländische Bevölkerung von Müttern, schwangeren Müttern zwischen im holländischen harten Winter 44, 45, als die Nazis dann praktisch eine Blockade gehabt haben und die Frauen Kalorien von ungefähr 300 bis 500 Kilokalorien pro Tag bekommen haben. Und diese Kohorte ist dann später, fast 50, 60 Jahre später, genau wie hier auch, untersucht worden. Und man hat eben festgestellt, dass hier auch diese Kohorte, recht große Kohorte, koronare Herzerkrankungen hatten, verstärkt koronare Herzerkrankungen hatten und auch zu Adipositas, zu Fettsucht neigten. Das kann man jetzt, ganz, ganz viele Studien zeigen. Gerade im nordischen Bereich, in Schweden, Norwegen, wer sich dafür interessiert, kann sich da mal reinlesen. Es sind also solche Studien dann nachträglich gemacht worden und von hungernden Müttern, die eben durch Winter und Krieg und Nachkriegszeiten bedingt eben definiert unterernährt waren. Nur mal kurz hier, das ist wieder von Barker, er hat sich wirklich in die ganze Sache hineingehangen. Hier aus England wieder eine Studie. Wenn das Geburtsgewicht unter 5 Pfund liegt, hier das ist standardisiert, dann haben wir eine außergewöhnliche hohe Mortalitätsrate aufgrund von koronaren Herzerkrankungen. Und mit steigendem Geburtsgewicht nimmt das ab. Interessant ist, wenn das Geburtsgewicht wieder zu hoch ist, haben wir wieder praktisch eine Erhöhung der koronaren Herzerkrankungen. Das heißt, es gibt so etwas wie ein ideales Geburtsgewicht. Das ist auch hier nochmal für Diabetes genau das Gleiche. Unter 5 Pfund haben wir die höchste Rate an Entwicklung später im Leben, 50 bis 60 Jahre später im Leben, an Diabetes.
Nochmal eine Studie, das ist jetzt eine finnische Studie, die genau das Gleiche zählt, auch nochmal zu zeigen, die Kohorten waren relativ groß und sehr definiert und die sind in diesem Zeitraum geboren worden und etwa die 65 bis 70 Jahre später hat man dann evaluiert, wie viel sind an koronaren Herzerkrankungen gestorben, auch wieder die gleiche Tendenz, je geringer das Geburtsgewicht, umso mehr die Erkrankung. Wo bleibt jetzt die Plazenta, fragt man sich. Erstmal, um das nochmal festzuhalten, das, was wir denken immer, wir denken ja heutzutage anders, wir denken, Überernährung macht was. Nein, die Mangelernährung, und das ist, vergisst man immer, die Mangelernährung in diesen Zeiten während der Schwangerschaft hat all zu diesen Phänotypen geführt, die wir eben schon besprochen haben. Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und Arteriosklerose. Die Plazenta. Was spielt die Plazenta eigentlich für eine Rolle? Und das kann man an so einem Schema sehr schön erkennen. Wenn wir also hier eine mütterliche Ernährung haben, die zur fötalen Ernährung dient, haben wir dazwischen, wie ich eben gezeigt habe, die Plazenta sitzen. Und die Plazenta hat eine verschiedene Größe. Und die, je nach Größe kann sie natürlich mehr rüberschiften, je sie kleiner ist. Raucherplazenten von Raucherinnen sind ganz klein. Große Problematik. Der plazentare Transport, das, was rübergeschifft wird, ist auch wichtig, um in die fötale Ernährung hineinzugehen. Und etwas, was man immer ein bisschen vernachlässigt, ist, auch die Plazenta muss leben. Die muss sich was von der Mutter holen. Das heißt, sie muss ja wachsen, sie muss ja diese Transportleistung erbringen und muss ja dann eben gut funktionieren, um den Fötus zu ernähren und die fötale Entwicklung zu garantieren. Und deswegen nochmal auch diesen kleinen Embryo hier neben. Es ist eine außergewöhnlich sensible Phase, wo die Ernährung erfolgt. Es sind die Organbildungen in der frühen Phase und es ist die Ausstattung auch mit Molekülen, mit biologischen Molekülen, die nachher den ganzen, die ganze Biochemie des Organs im Endeffekt funktionsgerecht etablieren können. Und wenn das nicht geschieht, wenn das falsch programmiert wird, dann haben wir eben die Möglichkeit, erhöhte Möglichkeit verschiedener Krankheitsrisiken. Dass die Plazenta wirklich so dazwischen sitzt und wirklich im Endeffekt der Taktgeber ein bisschen ist, was zum Fötus kommt und nicht zum Fötus kommt, das haben wir jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren erkannt. Und deswegen fokussiert sich man nicht mehr nur auf Geburtsgewicht und solche Sachen, sondern auf die Leistung der Plazenta. Und ich mache es mal ein bisschen for fun. Da steht er wieder, der David Barker, er ist ein alter Mann inzwischen. Er kann es nicht lassen, er muss weiter dieser Theorie folgen. Und er hat inzwischen gesagt, dass sogar die Größe der Plazenta natürlich korreliert noch zur Muttergröße. Wenn man das weiß, voraussehen kann, ob ein Mann, in dem Fall sind man nur männliche Individuen untersucht worden, wirklich an einer koronaren Herzerkrankung erkrankt oder nicht. Ich würde persönlich nicht so weit gehen. Aber das ist eben, wo es im Augenblick das forcierte, das ist seine Sache. Und es ist wirklich so, dass die plazentare Programmierung, wir haben eben von der fötalen Programmierung gesprochen, dass die plazentare eine zentrale Rolle spielt, was an Fötus weitergegeben ist, wie groß sie ist, was sie leistet und was sie an Molekülen rüberschiftet, ob sie nun dieses Lipid, diese Fette oder jene Fette rüberschieben oder auch wie viel Glucose sie rüberschiebt. Dass das eben eine zentrale Rolle hat. Die Studien sind recht schwierig. Und wenn Sie mal nachdenken, fällt Ihnen noch mehr Punkte ein, als was ich hier aufgeschrieben habe. Diese gut definierten Patientinnenkohorten, die haben wir Gott sei Dank nicht mehr, sage ich jetzt mal. Das waren eben die Kriegssituationen, die Nachkriegssituationen. Und das Gute an diesen Kohorten für die Evaluation war, die Leute sind auch an Ort und Stelle geblieben. Das heißt, nachher der Landarzt, der die Leute untersuchte, der konnte nachverfolgen in dem Geburtenregister, wann der geboren war und was noch das Plazentagewicht war oder so etwas. Heute weicht man aus nach Asien und Afrika, aber dort hat man schlecht erhobene Daten. Das heißt also, hier sind die klinischen Daten sehr vage erhoben und auch bei uns sind diese Daten hier, diese gehen noch. Aber wenn Sie mal gucken, andere Daten, klinische Daten sind sehr schlecht im Augenblick erhoben, wie ist der BMI, sage ich immer, das heißt der Body Mass Index der Frauen, wie viel haben die zugenommen während der Schwangerschaft? Und das wird alles nicht zusammengetragen und diese wichtigen Informationen fehlen. Sehr wichtig ist die sozioökonomische Umgebung und das ist ganz schwierig auseinander zu dividieren. Das heißt, wenn ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, wo es hinterher, wenn es auch zu klein
geboren worden ist, hinterher allen Überfluss der Ernährung hat, dann wächst das natürlich ganz anders ran, als wenn es zum Beispiel in eine Nachkriegssituation schon wieder reingewachsen ist und immer weiter hungrig bleibt. Das heißt, das Catch-up des Geburtsgewichtes ist ganz wichtig. Wie schnell nimmt es zu? Und es ist natürlich auch wichtig, gehen die Eltern nach McDonald's oder zum Biobauernhof. Also die Art der Ernährung. Das ist sehr schwer auseinanderzuhängen. Und es gibt fast keine Follow-up-Studien von Kindern. Das heißt also, wie sie sich entwickeln, wenn sie zu klein auf die Welt kommen, wenn sie untergewichtig sind. Was wir auch immer vergessen, ist Einfluss der Geschlechter und ethnische Unterschiede. Und je globaler wir werden, umso schwieriger wird es, die ethnischen Unterschiede auseinanderzuhalten in solchen Studien. Was macht ein Forscher? Er macht keine klinische Forschung, sondern er geht ins Mausmodell. Und das ist das Einzige, um diese Parameter im Endeffekt auseinander zu dividieren und nachher wirklich zu wissen, was ist für was verantwortlich. Und da gibt es eine ganze Menge an Modellen. Man kann schwangere Mäuschen mit verschiedenen Diäten füttern, mit Fett, mit hohen Proteinmengen, mit niedrigen Proteinmengen, mit mehr oder weniger Fett, mit verschiedenen Fettarten. Und man kann auch, und das ist auch, die maternale Blutzufuhr, also die Blutzufuhr etwas drosseln, die zur Plazenta geht, und damit kriegt man auch eine Unterversorgung. Da gibt es eine ganze Menge Modelle, an denen wir arbeiten können. Und ich wollte jetzt nur eins vorstellen, weil das eine Studie ist, die noch ein bisschen darüber hinausgeht und uns mehr, noch ein bisschen mehr bedenklich machen kann. Und das ist diese Studie an Ratten. Und da hat man eben so durch so eine Gefäßligatur die Blutzufuhr gedrosselt und das Kind, das Rattenkind, hatte also eine Unterversorgung und eine Unterernährung. Und was ist hier besonders? Das in Weiß sind die Kontrollnachkommen, die sind man hat dann anschließend die Nachkommen stimuliert und geguckt, wie reagieren sie mit einem Stimulanz mit Hochdruck, mit Gefäßhochdruck? Das hat man dann gemessen. Wie reagieren sie darauf? Und die Kontrollen reagieren in einem normalen Range. Das nimmt natürlich zu. Die reagieren auch auf diese Stimulanz. Wenn man aber die sogenannte F1-Generation, also die ersten Nachkommen, sich anguckt, deren Mütter also eine Gefäßligatur haben, die weniger Nährstoffe bekommen haben, sieht man, dass die eben signifikant höher reagieren, also mit stärkeren Reaktionen einen höheren Blutdruck entwickeln. Und das, was jetzt wichtig ist und deswegen in Rot nochmal hervorgehoben ist, wenn die wieder Kinder kriegen, unter normalen Umständen, ohne eine Gefäßligatur, das heißt, dann hat die zweite Generation fast noch mehr an Bluthochdruck. Da ist irgendwas passiert, was vererbbar wird, was also in die nächste Generation hineingetragen werden kann. Das heißt also, hier sind genetische oder wahrscheinlich epigenetische Veränderungen zu verzeichnen, die das in mehrere Generationen hineintragen lässt. Und das wird auch vermutet beim Menschen. So, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Es ist die mütterliche Mangelernährung erstmal zuerst. Ich hoffe, nachher kommen auch noch andere Fragen, die erstmal die Plazenta über Adaptation durchaus regulieren kann. Sie kann größer werden, sie kann den plazentaren Transport erhöhen oder reduzieren. Ich glaube, da wird sie nicht viel dran sparen. Und so kommt es dann irgendwann, wenn sie das nicht mehr adaptieren kann, zur fötalen Mangelernährung und als Folge davon schon in Utero zu einer Reduktion des Gewichtes, der Gewichtsentwicklung. Und das ist ein wichtiger Fakt. Also, vorher hat man die Kinder erst gewogen, wenn sie aus dem Mutterleib herauskamen. Jetzt guckt man schon danach, wie ist die Gewichtsentwicklung im Mutterleib. Das heißt, bricht die irgendwann ab oder so etwas. Und das nennt man intrauterine Wachstumsretardierung. Und das ist ein wichtiges Kriterium für all dieses, was wir dann als metabolisches Syndrom zusammenfassen. So, ganz zum Schluss noch ein paar Sätze über das, was wir tun. Ganz schnell. Wir beschäftigen uns mit einer Schwangerschaftserkrankung, der Präeklampsie. Und das ist dadurch charakterisiert, dass die Frauen Ödeme entwickeln, eine Proteinurie. Das heißt, Proteinurie heißt, dass die Nieren nicht mehr in Ordnung sind und Proteine ausgeschieden werden.
und die also einen Bluthochdruck, einen ziemlich starken Bluthochdruck entwickeln. Das ist hier nochmal als klinische Diagnose aufgeführt. Und alle diese drei Kriterien, das Ödem, die Proteinurie und die beeinflusst eben das kindliche Wachstum. Die ist recht häufig. Sie ist also in 5 bis 10% der Fällen tritt Präeklampsie bei den Frauen auf in der Schwangerschaft. Die Behandlung ist derzeitig noch sehr begrenzt. Man kann eigentlich nur Kaiserschnitt machen. Und es ist immer noch die Hauptursache für sowohl den maternalen als den fötalen Tod. Also das ist eine Erkrankung, mit der ist nicht zu spaßen. Und warum habe ich das vorher alles dann noch erzählt? Es kommt zur Unterversorgung des Kindes in Utero. Es kommt zur Wachstumsretardierung des Kindes in der Gebärmutter. Und das entspricht ungefähr der Unterernährungssituation durch Mangelernährung bei der Mutter. Das heißt, wir haben eine ähnliche Situation. Die Kinder kommen zu klein zur Welt. Und jetzt noch mal ein bisschen Wissenschaft dazu. Wie kommt so etwas? Wie kann so etwas kommen? Etwas, was ich hier, ist unser altes Schema von der Plazenta. Sie erinnern sich, wir haben hier diese Zottenbäume mit Trophoblast umgeben. Und was ich Ihnen bisher verschwiegen habe, nicht alle Zottenbäume können sich hier frei bewegen. Einige haften direkt am mütterlichen Kompartiment, am Endometrium und verankern sich hier. Das sind die sogenannten Haftzotten. Die sind hier fest. Und das ist ein ganz wichtiges Phänomen, weil nämlich an diesen Zotten, das wäre jetzt hier so eine Zotte wieder im Schema, das wäre das mütterliche Blut und hier wäre praktisch hier das Endometrium. Und von dieser Haftzotte hier und hier geht was aus, das sieht man sehr suggestiv. Da gehen nämlich Trophoblastzellen, wie so Tumorzellen, direkt in das mütterliche Kompartiment hinein und invadieren hinein. Und sie invadieren in die Gefäße hinein. Und in dem Moment, wo sie das tun, verändern sie die Gefäße und die Gefäße bleiben offen. Das heißt, sie bleiben auf. Sie verändern sich so, das Gefäß kann sich nicht mehr schließen, geht nicht mehr zusammen. Und dieser Invasionsvorgang ist lebensnotwendig, damit das Blut hier in den intervillösen Raum ständig reinspritzen kann. Bei der Präeklampsie ist das gestört, diese Invasion hier in die maternale Seite hinein. Die Gefäße verändern sich nicht, sie bleiben geschlossen und wir haben zu geringen Blutfluss in die Plazenta hinein. Und das führt dazu, dass das Kind eben hypoxisch ist und auch schlecht versorgt wird mit Glucose und mit anderen Nährstoffen. Okay, was machen wir daran? Wir haben natürlich zentral die Plazenta, wie im Augenblick fast alle Leute. Wir gucken uns die Plazenta an und wir arbeiten mit Mausmodellen für Präeklampsie. Da gibt es einige Mausmodelle, die so ein Krankheitsbild vortäuschen können, muss man sagen. Die werden verändert und dann entwickeln die eine Präeklampsie. Und was wir eben uns anschauen, was passiert mit der plazentaren Programmierung? Was verändert sich da? Einfache Dinge wie Gewicht und Größe, veränderte Morphologie, veränderte Gefäße, aber auch die plazentare Transportrate, die Menge der Transporter, die genetischen Veränderungen und die epigenetischen Veränderungen. Und das alles führt dann dazu, wenn die sich verändert, dass eben auch der Fötus sich verändert. Und das führt dann wiederum so, dass diese Erkrankungsbilder im Endeffekt früher oder auftreten können, verstärkt auftreten können. Was wir dann demnächst hoffentlich machen werden, zusammen mit Frau Felderhoff-Müser, das ist nämlich genau diese Schiene. Wir machen die Tiere, die Präeklampsie entwickeln und sie guckt, was für neuronale Erkrankungen diese Tiere entwickeln, um das mal so ein bisschen, einen Ausschnitt wirklich mal konsequent zu verfolgen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zuhörerschaft und hoffe, dass wir viele interessante Fragen stellen.